Es geht in La Strada um Künstler und ihre Beziehungen, ihre Kunst, ihre Armut und ihre unausgesprochenen Gefühle und Abhängigkeiten und um ihr Drama. Also es gibt neben Gelsomina und Zampano, den beiden Hauptfiguren, gibt es noch den Matto, das ist der Gegenspieler von Zampano. Zampano ist ein plumper Muskelmann und der Matto ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ein sehr agiler, sehr wendiger, humorvoller, clownesker Typ. La Strada ist mit Sicherheit die Geschichte von zwei Sprachlosen, also von zwei Wesen, die eigentlich auch nicht gewohnt sind, ihre eigenen Gefühle zu artikulieren oder auch zu leben. Und die Musik, vor allem im Ballett, gibt dieser Geschichte und auch der Dramatik dahinter unglaublich differenzierte und fein schattierte Momente. Ich finde, manche Wörter leiten in so einer Handlung dahin, wo ich hin möchte. Und man kann nicht alles mit Gesten und Bewegungen sagen. Und wenn manche Wörter oder Sätze fallen, ist das auch eine Orientierung fürs Publikum. Nicht immer, aber manchmal. Die Musik von Nino Rota ist sehr symphonisch. Er schöpft viel Inspiration aus der damals aktuellen Musik. Also man kann sagen, es sind Einflüsse auch durchaus aus der russischen Schule. Also man kann da zum Beispiel denken an Khachaturian, der damals ja auch gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens war. Man hört natürlich auch viel Stravinsky Einflüsse, aber natürlich, und das ist eigentlich das Wichtigste, man hört jederzeit das sehr intensive und lyrische italienische Melos in der Art und Weise, wie er seine Linien gestaltet. Also ich habe die Musik nicht vorher gefressen und habe sie nicht wochenlang gehört, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich von Tag zu Tag an die Musik gehangelt und mich davon inspirieren lassen. Und manchmal ist es auch schwierig, manchmal gefällt es nicht und dann muss ich da auch drum arbeiten. Und manchmal hat es gepasst wie Faust aufs Auge. Also der Abend richtet sich natürlich an Liebhaber des Balletts, es richtet sich an Liebhaber der Musik und einfach an Menschen, die intensives und mitreißendes Musiktheater sehen wollen, weil genau das ist es eigentlich, weil die Choreografie, die Marco Göcke auf die Bühne stellt, ist eigentlich im Grunde genommen so etwas wie ein getanztes Schauspiel zu einer sehr opernhaften Musik von Nino Rota. Also insofern ist es eigentlich ein unglaublich sprechender Abend und ich denke, da kann wirklich eigentlich jeder etwas damit anfangen.